Mal schauen, wie es losgeht. Ich hau nochmal die Ratsche durch. Wir sind in der ersten Pistol Round hier auf Train. Und Crazy startet auf der CT-Seite ins. Auf dem Weg in Richtung T-Side. Erste Shots gehen ran. Erster Headshot gegen SHZ von Crazy. Versuchen da den Retake jetzt anzugehen. Bombe ist auf jeden Fall gelegt. Ins kann sich da jetzt defensiv positionieren. Chips ist bekannt. Droppt dementsprechend auch. Versucht immer wieder neue Positionen zu finden und anzuspielen. Boah, da ist Piranto und Thomas. Schöne Frags, die da fallen. Otto nochmal erfolgreich. Yell muss es verteidigen. 1 gegen 4. Und das wird er nicht schaffen. Das kann er vergessen. Da wird er zu sehr abgeaimt und die Bombe wird einfach nur durch die Fuse der Knife-Kill-Versuch. Wird hier nochmal bestraft. Yell mit schönen Frags, schönem Schaden, den er nochmal austeilen kann. Yell mit 3 weiteren. Bombe ist leider defused worden, aber heftige Headshots von ihm. Dachte, es beginnt erst um 30. Ja, dachte ich auch. Ist aber nicht so. Ich weiß nicht. Wenn der Cleanfeed live ist, ist der Cleanfeed live. Dann kann ich euch nur auch live schalten. Es tut mir leid. Ich hätte bis 30 warten können, dann hätten wir aber die ersten 2 Runden verpasst. Ich kann euch da die Zeit, wie gesagt, Zeige haben ohne Gewehr, dafür gibt's das. Den Command. Ich weiß es nicht, wann das Spiel startet. Ich kann nur das, was die DreamHack mir sagt, weitergeben und weitermachen. Und wenn es dann 20 Minuten früher losgeht, ist es halt so. Und es waren ja bloß 2 Minuten. Das ist ja noch verkraftbar. Schön von Bots. Headshot gegen Espiranto sitzt, aber der kann vorher einen mitnehmen. Dementsprechend nur der 1-für-1 Trade. Sand aber ebenfalls schon gefallen. Jetzt Yell. Was kann er machen? Ist durch Ivy durchgesneakt. Kontakt ist da, aber der Headshot sitzt zu schnell, zu präzise. Jetzt hat er aber hier vom CT-Spawn nicht im Blick. Chips kann ihn rausnehmen. Unterzahlsituation für einen Reset. Otto auch gut aufgebaut. Nochmal ein Frag. Hier in Shallow und jetzt ist es Bowles. 1 gegen 3. Den ersten hat er, den zweiten kriegt er schon nicht mehr. Chips ist drin. 2 zu 0 für Crazy. Und die spielen hier gut auf. Fangen die CT-Seite ordentlich an. Haben natürlich das Glück, dass sie jetzt hier zweimal Train spielen durften. Im Map-Pick auch Train rausgekommen ist. Das heißt, man konnte Thomas ein bisschen auch auf der ersten Map schon auf Train gewöhnen, da so ein paar Sachen noch adaptieren. Jetzt wahrscheinlich auch in der Spielpause von 3-4 Stunden, die sie ja hatten, wird man auch nochmal was gemacht haben. Also mal gucken, inwieweit man in so kurzer Zeit einen so neuen Spieler im Team integrieren kann. Bisher der Start gelingt auf jeden Fall und Thomas macht auch seine Jobs. Findet hier den nächsten Headshot gegen SHZ. Und Chips steht ebenfalls gut, hier genau für diesen Zugriff vorbereitet zu sein. 1, 2 und 3. Damit ist das Ding erledigt. Chips mit dem nächsten 3K der nächsten Runde. Crazy macht hier bisher eine gute Figur. Pistol Round, Folgerunde und jetzt auch gegen die Economy von Inns. Keine Probleme gezeigt. 3 zu 0 für Crazy. Da kommt wieder durch. Cello muss hier dran glauben. Unterzahl für Inns. Schauen, was man daraus machen kann. Es sind halt 3 MPs auf Seiten von Crazy. Daraus, dass eben keiner gestorben ist in der letzten Runde. Muss man jetzt mehr über die Close Distance arbeiten. Inns hat eine gute Chance, hier die Runde mitzunehmen.
Das HZ auch mit dabei. Jetzt die Aspiranto, Thomas und Otto gleichen aber sofort aus. Das reicht für die starke Überzahlsituation. 4 gegen 2, wunderschöne Flashbang, beide blind. Emi kann es nicht ausnutzen. Bowles versucht da jetzt ranzugehen, er weiß, dass in der Ecke einer steht. Und Thomas und Emi fallen. Damit wird es zum 2 gegen 2. Noch 25 Sekunden. Otto versucht da was zu nutzen. Der Molotov kommt nicht ganz an. Bowles nimmt einiges an Damage. 20 Sekunden noch. Die Nade von Chips ist perfekt. Und jetzt wird es auch zeitlich zum Problem. Die Bombe liegt zwar bei Yell, aber bis er da rankommt und an die Zeit gekommen ist, wird er Zeit brauchen. Und die hat er nicht mehr. Die hat er überhaupt nicht mehr. Und damit ist die Runde durch. Crazy macht trotzdem mit 3 MP9s die Runde klar und geht hier auf das 4 zu 0. Und das sieht mir nach einem ersten Timeout aus von INTZ. Scheinen hier nach diesen 4 Runden erstmal ein bisschen was besprechen zu wollen. Ja, da ist er auch. Jetzt geht's scheinbar schnell los. Wir wollen jetzt echt alle durchrennen. In Richtung B oder Pop-Dog runterrushen. Das ist der Force-Buy von INTZ. Da also deutlich mehr als in Economy investiert. MAC-10 AK Utility. Geldtechnisch also ein Bomb-Plant-Muss, wenn man hier geldmäßig dabei bleiben will. Und man muss irgendwie auf die Side kommen. Aber schön von Aspiranto, ist das perfekt gestanden von ihm. Otto passt auch auf, lässt da nicht viel anbrennen. Er hat den nächsten Spieler gesehen, er weiß, dass da oben einer ist und er wird sich von ihm hier nicht abfrühstücken lassen. Bolt, Refrag kommt und dann ist es Chips, der aufpassen muss und er kriegt 2. Otto passt auch auf, beide stehen da. Crazy 5-0, das ist echt gut gespielt von den Jungs hier gerade. Echt, echt gut gespielt. Egal, wo es hingehen soll, egal, was das Ziel ist, was der Plan ist. Crazy steht richtig und Crazy ist bereit. Mit dem Molotov, das war so gut von Aspiranto. Wären sogar fast noch einer mehr mit gewesen. So, damit jetzt aber auch direkt der Fullbuy für INTZ, haben das damit dem Geld sehr, sehr gut gehandhabt, gut gehaushaltet. Damit jetzt AWP, SGs, AKs und Utility am Mann. Schön von Chips. Findet ihr noch Cello? Bezahl erneut für INTZ. Auch da wieder findet man den Opener. Thomas im Pop-Dog wartet auf den Zugriff. Defensiv-Smoke nochmal, es kostet einfach nur Zeit gegen Inz. Jetzt soll es dann doch der Pop-Dog werden, der Doppeldrop vielleicht sogar. Aber er smoked sich selber ein, ist das smart gespielt von Thomas. Da kann man nicht reindroppen ins Nichts. Den Spray hat man gesehen, Emi called das auch sofort. Hat einen Crossen sehen, es geht Richtung A, noch 20 Sekunden, ist das schwer jetzt geworden. Und auch der Spraydown passt, die Bombe liegt 15. Emi mit dem nächsten und dann ist es Aspiranto und Yell kann nur noch laufen und die AWP in die nächste Runde bringen. 10 Sekunden auf der Uhr. Er wird kein Geld bekommen. Das wird eine Runde, in der man komplett ohne alles spielen muss. Die AWP wird noch rausgenommen. Um Gottes Willen. INTZ wird gerade komplett vernichtet von Crazy. 6 zu 0. Kein Geld auf dem Konto.
Nochmal ein Timeout. Zweiter jetzt. Direkt schon nach 6 Runden. INTZ, viele Probleme. Ja, da ist das Geld weg. Wir sehen es am Equipment. Nur Pistols in der Stelle, also für Crazy auch nochmal eine weitere Möglichkeit, noch stärker den Vorsprung auszuarbeiten. Ja, und das ist einfach nur abschlachten. Der Main Go wurde gesehen, Esperanto macht ein bisschen Aim-Training mit der AW, Peng, und dann ist es die 7. Runde für Crazy. 7:0. Keine Gegenwehr mit den Pistols, keine Chance. Auch nicht mit schnellem Go irgendwas zu überraschen. Das lässt sich Crazy hier nicht gefallen. Für wen sind wir, du? Mir ist das komplett scheißegal, wer gewinnt. Wirklich, komplett. Es ist mir echt egal. Ich caste hier jeden, je nachdem, ob er gut spielt oder nicht. Und hype für den, der es verdient hat. Und gerade ist das Crazy mit 7:0. Oh, Cello, schöner Double. Chips auch. Jetzt ist los. Jetzt habe ich es gejinxt. Jetzt habe ich es gejinxt mit der Runde. Und dann werden sie hier flawless überfahren. Zum 1:7. Da ist es. Das ist Brasil. 7-1. Ich hätte mich ja auch... Es ist ja normal, es muss 7:1 stehen, damit Nils wieder seinen Brasils-Commander rausballern kann. Komm Nils, enttäusch mich nicht, mach das jetzt. Jawoll! Da ist er doch! Oh, schön. Und sogar Brasilianer mit dabei. Auf der Seite von einer Runde. Es ist ein bisschen sehr gut gerade. Emi. Ja, da war er blind. Schade. Schön immer, wenn man das Fadenkreuz so auf den Kopf sieht, aber man nicht abdrückt, weil man nicht sieht. Ja, dementsprechend Thomas. Der smokt sich ein, weiß jetzt nicht, von welcher Seite zuerst gepusht wird. Dafür eine irgendwann entscheiden und sie hoffentlich die richtige. Es ist die richtige. Er bekommt zumindest noch einen. Spiranto muss da jetzt gucken Richtung Ivy. Hat nochmal ordentlich Geld investiert bei den zwei AWPs und hat immer noch. Also Otto mit 8k, Chips mit 7,5. Krass, wie viel Geld da noch übrig ist, auch bei Crazy. Aber das 7:0 hat sich natürlich dann doch in der Buchhaltung niedergeschlagen. Die Runde auch noch nicht vorbei. 3-4-2 in der Unterzahl. Inz hat etwas mehr Möglichkeiten, aber die Runde ist noch nicht in trockenen Tüchern. Ah, schön von Chips. Damit ist alles wieder offen. Ich hab's gesagt. Man muss halt immer noch irgendwie auf einen Spot kommen. Der A-Spot gerade bewacht von drei Seiten von Crazy. Und Otto findet den ersten Esperanto. Da lässt er sich Zeit, mit dem Fadenkreuz draufzuziehen und macht den Frag. Und jetzt ist es Yellow 1 gegen 3. So schnell kann es gehen. So schnell ist eine eigentlich gute Runde wieder auf der ganz anderen Seite. Yellow versucht den schnellen Plant. Das müsste er schaffen. Hat den Drop auf dem Schirm, er denkt, dass da einer rauskommt. Das hat er sehr, sehr gut antizipiert. Den ersten bekommt er damit. Auf dem Bomb steht aber schon einer close. Den sieht er nicht. Da ist er gerade mit dem Auge ganz woanders. Und damit hat man hier das 8:1. Crazy lässt Inz hier keine einzige Folgerunde. Aber INTZ, wir sehen es, das Geld ist insane. Die eine Flawless Round, die maximalen Loser-Bonus und den Bombplant Gold. Hui, da ist Geld vorhanden. Das, wo du gerade castest, das gleiche Gebäude, wo auch 99 Damage castet. Ja, es ist alles das gleiche Gebäude, egal auf welchem Kanal wir übertragen. Das Freaks for You Gaming Studio ist ein bzw. drei große Gebäude und da sind alle Studios drin. Was sich ändert, ist nur der Kanal. Eben, ob wir auf 99 Damage privat, ob wir mit unserem Channel das Ding übertragen, ob wir auf dem ESL-Kanal unterwegs sind oder eben ob die DreamHack das Ganze bezahlt. Aber es ist das gleiche. Studio.
Crazy hat natürlich jetzt große Probleme, ins zu brechen. Das wird sehr schwierig, wenn sie die Bombplans bekommen, können sie mit dem Geld halt... Nächste Runde, 4 gegen 4. Aufbau ist schwieriger geworden. Will jetzt nochmal den Rotationsweg Richtung B setzen. Chips kommt da noch mit ran. Esperanto muss auch eine Seite halten, aber da kann man mit der AWP gut arbeiten. Ah, schön von Chips. Und da ist nochmal einer mehr. Und ebenfalls 2 on 2. Bombe wird aber gelegt. Und das sieht gut aus. Sehr, sehr gut von INTZ. Thomas im 1 gegen 2 Klatsch. Jetzt kann er sich bewähren. Jetzt kann er hier... Oh, er macht den Hedger sogar. Jetzt muss er gegen die große Rampe arbeiten. Oh, Thomas, schöner Fokus. Das Feuer ist da. Die Nate wird nicht viel machen. Also gar nichts, um genau zu sein. Jetzt muss er gucken. Einmal diffusen. Einmal andiffusen und den Shot setzen. Nee, das klappt nicht. Das wird nicht gehen. Ah, der hat Schuss durch den Zug. Unglücklich, aber Runde geht dann ins. Das passt, definitiv. Und ja, ich caste morgen auch Sprout. Ich werde die ersten beiden Best of Threes, also die Elimination Best of Threes, werde ich übertragen. Danach löst mich der gute Venom ab. Der macht dann die Considerational Finals. Alles auch Ausrufezeichen Coverage. Da seht ihr, was morgen läuft. Auch auf dem Kanal hier. Findet auch hier wieder die Eröffnung. Jetzt kriegt man wieder ein paar Möglichkeiten gedroppt. Esperantos Bildschirm ist kurz explodiert, als die Flashbang noch mit dem Model zu sehen war und dann in seinem Bildschirm explodiert ist. LP Zen castet hier selber. Alter, wenn er das machen würde, ich würde ihn auf Händen tragen zum Casterpult und würde mit ihm ein Spiel übertragen. Da hätte ich ja mal 300% Bock drauf. So, auch bereit. Und damit steht er ganz gut eigentlich. Das ist perfekt. Ja, den ersten macht er jetzt. Muss er... Ohoho! Oh, da dreht er sich nochmal um und Thomas und Esperanto machen die Shots. Und das ist erstmal der Vorteil. Noch 25 Sekunden. Damit ist Xant der letzte Überlebende. 1 gegen 3. Oh, er hat aber den Crossfire dann nicht im Blick. Chips mit dem nächsten Ding. Es ist nie eine Folgerunde. Es ist immer direkt die Adaption und Crazy kommt hier weiter und weiter nach vorne. Ich habe keine Ahnung von CS. Aus deinem Mund. Schäm dich. Du weißt immer alles. Ich kann dich immer alles fragen. Du weißt immer alles. Ich habe keine Ahnung von CS. Und ich lebe davon, hier zu casten. Also komm ran. Mach das einfach mal. Gönn dir hart. Nein, keine Ahnung. Wenn irgendwann mal was Lustiges ist... Wäre bestimmt ein sehr interessantes Unterfangen mit dir zu können. Wie ist LP Zenk immer und überall? LP Zenk ist kein Mensch. LP Zenk ist eine von 99 Damage programmierte KI, die die Twitch-Chats überwacht. Die wird also, die ist automatisch in jedem Twitch-Chat der Übertragungen auch. Also das ist ja, einfach ein sehr, 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 sehr guter Nightbot.
Nächste Runde. Eine Minute gelaufen, ich habe noch nichts gesagt darüber. Ist auch noch nichts passiert. Stehen alle rum und gucken sich die Landschaft an. Das ist schön. Irgendwann muss halt mal was passieren und dann werde ich anfangen zu kommentieren. Ja, es fliegen Execute-Smogs. Geht also Richtung A. Zumindest ansatzweise. Ja, Amy hat einen. Und ja, die Smog ist cool. Und ein Mitspringen in die Smog ist sicher. Reicht da. Oh, das passiert nicht so oft dem guten Esperanto, dass er so hart daneben schießt zweimal. Damit immer noch alles mit einem 4 gegen 5 machbar. 20 Sekunden aber nur noch. Das heißt, die Zeit wird wieder zum Ding. Ins lässt sich meiner Meinung nach. Alter, Esperanto, jetzt spiel mit der AWP! Hallo! Ist doch nicht. Er fällt einfach. Das könnte die Runde werden. 7 Sekunden. 7 Sekunden. Otto muss jetzt 1 gegen 1. Bombe liegt. Und Bolz hat eine M4A4 und ist da. Ach, SP. Mann. Da hat er jetzt schon ganz schön daneben geschossen. Also ich meine, passiert auch mal, aber war ein bisschen traurig, weil die Runde war halt bitter. Die hätte man sich locker holen müssen gegen die Pistols. Ein paar individuelle Fehler, die dazu führen, dass man jetzt das Geld selber mit der Schelle zurückbekommt. Man hat nichts mehr. Man muss reinforcen. UMP und Pistols. So schnell kann es gehen. Ein TZ denkt sich, ja, wir verlieren 9 Runden, haben trotzdem jede Runde Geld. Terroristenlogik. Das heißt, INTZ hat hier sogar echt gute Möglichkeiten, noch so weit zurückzukommen, dass man Crazy sogar die Double Digits verwehrt. Was noch ein sehr guter Erfolg wäre für den, für die Art und Weise, wie dieses Spiel hier verläuft. Amy mit dem Headshot gegen Sand. Immerhin 1 für 1 Trade. Ist für Crazy momentan besser. Und ja, holt sich da aber den nächsten erstmal wieder zurück. Ja, die Runde wird echt schwer, also. Da müsste schon was Böses passieren, dass man sowas dann auch noch holt mit Pistols. Esperanto nimmt nochmal einen mit der Deagle mit, aber mehr ist nicht drin. 9 zu 4, 5 Runden Führersprung, Vorsprung weiterhin für Crazy. Den Vorsprung an sich werden sie auch nicht mehr abgeben. Halbzeit haben sie definitiv gewonnen, auch zufriedenstellend mit 9 Runden auf der CT-Seite. Aber nach dem 7-1 sind natürlich 10 Runden oder so schon wünschenswert. Eine muss man jetzt noch abgeben. Das ist die Full Economy, die man bei Crazy jetzt hat. Und damit wird man hier auf die letzte Runde der ersten Halbzeit erstmal den Fullby ansetzen. Boah, Esperanto, Mann. Kauf halt einfach keine AWP, kauf halt einfach Degel! Alter! Ist ja gut jetzt, da macht er einfach 3. So aus dem Handgelenk. Ach du Scheiße, war das teuer. Es ist ein DZ. Okay, sie verlieren die Runde. Xand. Oh, hat er gesehen. Jetzt muss er gegen 3 spielen. Kommt von allen Seiten, da will man aber auf die Waffe geiern und guckt nicht hin. Xand mit dem zweiten, aber da ist es, das Ding. Alter, was war das denn für Schellen von Esperanto? Da hat er die Runde mit der AWP ja gleich 3-mal wettgemacht. Wow. Puh. 1, 2. Alter Schwede. Das ist schon ein bisschen illegal, was er da gemacht hat. Ah, 3K mit der Deal in der Economy und INTZ nochmal gebrochen. Das ist halt Counter-Strike. Ja, 10-4, das sind die Doppel-Digits. Das habe ich ja gesagt. So, jetzt aber direkt den ersten Anschuss wieder durchbekommen. Opening Frag. Auf Seiten von INTZ. Ja, und damit haben wir eine Halbzeit, meine Freunde. 11 zu 4. Crazy mit einer starken Performance. Das sieht sehr, sehr gut aus, was die Jungs hier machen. Jetzt heißt es Seitenwechsel. Mal gucken, was ins eSports Club auf der CT-Seite präsentiert. Kurze Pause, wir sind gleich zurück. We'll be right back.
So, meine Freunde, die Pause ist vorbei und herzlich willkommen zurück hier in der zweiten Halbzeit. Crazy gegen INTZ oder INTZ eSports Club aus Brasilien. Mal gucken, sie brauchen die Pistole und unbedingt. Können sie sie mitnehmen? Das ist die große Frage. Bombe wird auf jeden Fall mal gelegt. Das sieht schon mal gut aus für Crazy. Kommen da auf die Spots. 3 gegen 3 Retake. Erster wird gemacht. Otto und Chips. Und der ist nicht bekannt, oder? Ist der bekannt? Ich glaube nicht. Man hat ihn zwar predicted, aber man wusste nicht, dass er da ist. Und Chips umläuft die 3 jetzt einfach. Oh, da hat er fast noch ein gestruggelt. Jetzt ein 1 gegen 1, aber Chips. Oh, er hört ihn steppen. Und Chips, Mann. So viele Eier. Und da einfach reinzuschießen. Und dann holt er sich 2. Und dann hört er die Steps und dann geht er aufs Gesicht und dann ist das hier die nächste Runde für Crazy. Und das sieht jetzt schon sehr, sehr, sehr stark aus. Die Pistol Round war großartig und sehr wichtig für INTZ. Sie konnten sie sich nicht sichern und damit haben wir jetzt ein 12-4 Ergebnis für Crazy. Einen Fastball auf 0 von INTZ und das kann Crazy jetzt schon weit nach vorne katapultieren, wenn sie jetzt hier wirklich komplett den Commit machen. Erste Runde gestartet. INTZ versucht da jetzt natürlich mit aller Macht gegen zu arbeiten. Irgendwie Schaden zu machen, aber Thomas passt auf. Otto ist auch da. Jetzt kommt die Zange. Jetzt kommt aus Ivy der Nächste. Aber Thomas passt auf. Oh, schön gemacht. Da mit dem Drop Sand ebenfalls gesehen. Hallöchen. Wir haben mal kurz reingesneakt. Die Bombe liegt wieder für Crazy. Das wird ein schwieriger Retake. Oh, Esperanto verschießt ein bisschen. Ist da sehr hektisch geworden, als er den Spieler gesehen hat. Emi, Otto und Otto nochmal. 13. Runde, Crazy. Ja, das ist verdammt gut. Das ist verdammt gut, verdammt solide gespielt. Da findet man auch mit dem Force Buy keine große Antwortmöglichkeit mehr. Das bedeutet an der Stelle jetzt eine Full Economy für INTZ. Das sehen wir hier jetzt auch. Mit den Pistols, da wird nicht viel passieren. Die Runde wird nicht besonders spannend, denke ich. Oh, wurde ein bisschen reingeschossen. Oh. Wenn schon, denn schon. Sand möchte nochmal Schaden machen, gibt sich nochmal Mühe, alles in seiner Macht Stehende zu tun. Aber ansonsten. Spielst du auch CS? Ja, ich spiele auch CS. Wenn ja, gut. Nein, ich glaube nicht gut. Also, ich treffe schon ab und zu mal was, aber es ist bei weitem nicht. Gut, weiß ich, gut ist sehr schwierig zu definieren. Spiele ich gut CS? Spiele CS. Ich glaube, eine Definition spielst du gut, es ist von der Unterscheidung echt schwierig. Ist jetzt Profiniveau gut oder ist Gold Nova 4 gut oder was ist denn gut?
Ariel. Ah, schade. Das war nicht gut. Oder halb gut. Nur der Anschuss durch die Wand da. Peak Global Elite aktuell. Ich glaube LEM oder Supreme. Habe aber lang keinen CS jetzt mehr angemacht. Weil ich sehr viel zu tun habe die letzten Tage. So, Bolts nochmal mit zwei mehr. Emi ebenfalls mit der SG zum Nachfragen. Shell. Jawohl, ja. Das hat aber gerochen. Da hat der Kollege etwas gestunken im Hintergrund. Aber das sah sehr präzise aus. Zack, umdrehen, zack und tschüss, Jungs. Das war's. Also LEM bis Global, würde ich sagen. Irgendwie sowas. Da gammel ich eigentlich immer rum. Supreme im Durchschnitt. Aber MM-Ranks haben nicht so viel auszusagen. Also wirklich nicht. Oh, da flog die Kugel unten in eine Öffnung des Körpers rein und kam oben im Gehirn wieder raus. Deswegen Headshot. Deswegen Headshot. Chips. Mal close für Ivy. 4 gegen 5. Unterzahl ist davon crazy. Trotzdem gibt man sich da noch ein bisschen Mühe. Schauen, die Runde ist immer noch offen. Also für beide Seiten. Auch für Crazy. Dieser eine Rang und dieser eine Unterschied macht dann nicht den größten Impact. Ja, der war gut. Da stand er perfekt. Genauso wie Cello und Chips SHAs, wie auch immer man ihn ausspricht. Der war nochmal 2. Anti-Set bringt sich ja weiter nach vorne. Es ist noch nicht vorbei. Es ist genau die gleiche Situation, die wir vorhin im Spiel davor hatten auf Overpass. Man kämpft sich zurück, aber es ist halt immer noch ein Wahnsinnsunterschied. Du musst halt so viele Runden gut machen. 8 Stück, um überhaupt ranzukommen. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Face-It-Level. Ich bin stolzer Face-It-Level 1 Spieler. Dazu stehe ich. Das ist, keine Ahnung. Ich spiele sehr oft mit Kollegen, die im Pro-Bereich unterwegs sind, die so Level 8, 9, 10 sind. Und dementsprechend, wenn ich dann ein Spiel verliere, verliere ich so 55 LP oder 50. Das heißt, ich werde auch nie wieder aus Level 1 rauskommen. Ich glaube, ich habe 300 Elo oder so. Oder 400, ich weiß es nicht. Kannst ja auf Faceit Masterplay suchen, da müsste man mich finden. Ich bitte, ich weiß, Tizian nur Supreme. Das Meme habe ich mitbekommen. Das habe ich mitbekommen. Ja, nachdem ich auch Supreme bin, bin ich also mindestens so gut wie Tizian. Das heißt, wenn das mit dem Casten nichts mehr wird, spiele ich einfach für Big. Haben wir das ja auch geklärt. Passt. Das passt. Simple ist nur DMG. Das mag ich zu bezweifeln. Also ich meine, er wird nie Matchmaking spielen, aber ich glaube nicht, dass Simple DMG eingerankt wird. Weil der Headshot Percentage in der KDA, die er im Matchmaking wahrscheinlich hat, so 20 oder so. Also ich weiß es nicht, keine Ahnung. Die meisten Pros haben einfach gar kein Matchmaking, weil die halt kein Matchmaking spielen. Weil Matchmaking auf 64 Tick-Servern absolut irrelevant für Pro-CS ist. Also wirklich komplett. Es juckt die alle gar nicht. Entspannter Nightstream heute. Wie lang wird es wohl gehen? Hier ist Schluss danach. Dann ist aus und vorbei. 6. Spiel, letztes Spiel. Crazy oder ins. Einer schafft es noch ins Halbfinale. Und dann war's das für den ersten Tag der DreamHack. Nur 0,6% aller CSGO-Spieler sind Global. Krass, so wenige? Okay. Hätte ich mehr gedacht, ehrlich gesagt. Ich war also mal Teil des besten Prozents auf der Welt. Bin beeindruckt.
Ja, Comeback für achtfache Overtime. Mhm. Genau. Ich meine, ich würde es feiern. Hätte da gar nicht mal was gegen. Das meine ich jetzt ernst. So, ich finde es cool, wenn es so richtig krass spannend wird. Also den Overtime-Rekord, den ich mit Knochen zusammen casten durfte im Major, hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und zurück zum Spiel. Die Runde sieht gut aus. Chips und Amy machen die Zange wieder zu. Das ist gleich der gleiche Move wie vor 5-6 Runden. Auch wieder über Ivy, über Main die Kontrolle aufzubauen und da dann eben diese beiden Entries zu setzen. Aber jetzt machen Xand und SHZ die Klappe zu und sind eben genau dafür vorbereitet. Oh, Bowl zeigt nicht. 8-14. Inz kommt zurück. Die sind noch da. Die haben auf jeden Fall noch Bock. Die haben auf jeden Fall noch Bock. Puh, 0,6 sind Supreme und 0,4 sind Global. Alter, als ob das so rare ist. Ich habe jetzt Global nicht als so schwierig empfunden, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, ich werde auch immer geboostet, weil ich halt Leute habe, die einfach krass CS spielen. Ich muss gar nicht so krass sein und krieg halt trotzdem die Ränge. Also ich würde mich nicht als Global bezeichnen, aber ich hätte nicht gedacht, dass Global so krass wenige sind. Irgendwie habe ich das Gefühl, im Twitch-Chat ist jeder Global, aber wer weiß. Real und Cello. Jeweils Pop-Dog und Main unter Kontrolle. SHZ findet da den ersten. Das ist eine Runde, in der Crazy nicht unbedingt damit rechnet, die 15. klar zu machen. Da sind sie mit den Pistols unterwegs. Thomas trotzdem, damit der Mann überzahl stark genug. SHZ hat Bock. 1, 2, 3. Und tschüss. 9-14, noch 5 Runden. Das ist so krass. Es sieht gerade gut aus für einen. Sie holen Runde für Runde. Sie spielen sehr, sehr gut auf, halten ihre CT-Seite und sind immer noch 5 Runden vom Ausgleich entfernt. Das ist einfach echt viel. Und Crazy reicht eine. Irgendwie eine gute Runde, die mal klappt, die mal so funktioniert wieder, wie sie vorhin funktioniert haben. Und dann ist man zack auf der 15. Und dann hat man alle Zeit der Welt. Weil dann kann es nicht mehr schlimmer werden als Overtime. Und Overtime heißt immer Neustart. E-Sportel. Das muss ich auch mal spielen irgendwann. Wenn ich umgezogen bin und mein PC und alles wieder richtig steht, mache ich das auch mal. Mal gucken. Sobald mein Privatstream läuft. So, Emi ist wieder der Erste, der dran glauben muss. Yell bekommt da den AWP-Shot durch. SHZ steht auch gut. Chips. Otto. Aufbau wird weiter drauf geachtet, das Ganze hier durchzubringen. Und Chips wartet einfach. Clever. Leider kann man Leute auf Treppen sehr schlecht kniven. So, Edgehard sitzt, Esperantos ebenfalls. Bombe wird gelegt werden, daran kann man nichts mehr ändern. Ui, er hätte was ändern können, wenn das gereicht hätte. Huiuiui, Esperanto hat jetzt aber richtig Bock. Krasse Runde von ihm. Das wird reichen. Das Ding nochmal so retaken ist unmöglich. Esperanto mit geisteskranken Shots. Ah, ja, ja. So. Jetzt nochmal ein Timeout scheinbar, oder? Nee? Ja, nein. Vielleicht Esperanto. 1, 2, 3 and 4. Boah, ey, das war eine krasse Runde. Da hat er sich gedacht, so jetzt, Jungs, ich muss, hab echt keine Lust mehr. Ich will jetzt schlafen gehen. Und dann hat's auf jeden Fall gerappelt im Karton. 15-9.
Damit haben wir noch 6 Runden übrig für INTZ, um sich hier zurückzukämpfen, um nochmal auf eine Overtime zu kommen. Und Bowles am Poller. Shadow wartet, Chips ebenfalls. Ah, da kommt der Jump rüber. SHZ findet die Eröffnung gegen Otto. Also Überzahl steht noch. Da geht der Spray komplett daneben für ihn. Wird also gerefragt von Chips, der weiter nach vorne kommt. Cello muss aufpassen, jetzt brennt er sich zu Tode. Aber Yell findet mit der USB die Dungeon. Es ist noch alles drin. Es ist noch alles drin. Kann Yell nochmal einen mehr machen? Die Smoke hilft, aber die Smoke ist nicht alles. Bowles und Yell. Jetzt muss Esperanto selber ran. Und er schafft es nicht. 15-10, Double Digits auch für Inz. Noch 5 Runden, die man hier zurückkommen müsste. 5 Runden, die auf der Möglichkeit stehen, hier nochmal siegreich vom Platz zu gehen. Und Sand möchte pieken und gewinnt das Ding. Auch braucht man schon ein paar Balls in der Hose, um da wirklich zu pushen. Und jetzt kommt Cello als Runde. Der macht einen, der macht zwei. Will jetzt zu. Ich dachte jetzt, er schafft das, Alter. Emi, die Refrag. 3 gegen 2. Auch da fast noch nicht genug Kontrolle. Jetzt aber Yell mit der USP. Beziehungsweise 5-7 hat er da. Um mal einen mehr rauszuholen. Emi, one worth the three jetzt. Kann er mit der AK zum Helden werden? Kann er nicht. Ja, macht ihn. Oder kann man nochmal ratschen hier? Inz ist noch nicht fertig. Da wurde es im Chat gejinxt. Das wird die 25-fache Overtime. 4 Runden wären das noch. 4 Runden für wirklich eine Verlängerung. Und das nach so einer dominanten Start. Nach so einem dominanten Start von Crazy. Da wachen die Brasilianer wieder auf. Schön von Cello. Das ist jetzt bloß die Pistolrunde. Da dürfte nicht so viel passieren. Und die Runde geht quasi flawless hier noch rüber. Schöne Frags. Nochmal ein Timeout. Alles oder nichts, so langsam. Jetzt wird's ernst in der Partie. 15 zu 12. Es sind nur noch 3 Runden bis zur Overtime. Crazy ist sich dessen auch bewusst, so langsam. Und das heißt, Konzentration. Fokussiert, um die Map zu gewinnen. Verdienterweise, weil sie echt gut gespielt haben, aber INTZ, wenn die das jetzt comebacken, dann definitiv auch. Verteidigung Richtung B-Spot steht wie eine 1. Da kommt man nur schwer durch. Das
merkt man da jetzt auch. Scheint sich nochmal zurückzugehen, vielleicht sogar über Pop-Dog zu kommen. Shadow und SHH. Noch 30 Sekunden. Die Zeit läuft irgendwann crazy halt trotzdem davon. Jetzt geht's Stück für Stück Pop-Dog runter. Alle drei jetzt aufgebaut. Der vierte bleibt noch am Boilergang. Und SHS. Oh, der wird rausgenommen. Wichtiger Erster. Cello ist bekannt. Cello muss gerefackt werden. Kommt von Esperanto. Man kann den Asmodo einnehmen. Es könnte für den Bombplant reichen. Und jetzt muss Thomas ran. Aber der trifft leider zu wenig, um hier den Schaden wirklich aufrechtzuerhalten. Crazy. Nach langer Durststrecke mal wieder mit einem Bombplant. Esperanto hat wieder Bock. Und das ist immer ein gutes Zeichen, wenn der Bock hat. Weil dann geht gut rein. Dritter Fact mittlerweile für Esperanto. Der vierte Fact für Esperanto. Wenn der auftritt, dann ist die Runde fast gegessen. Yellem 1 gegen 4. Und es ist das Ace von Esperanto. Das ist unglaublich. Esperanto in diesen letzten Runden. Eine holt er mit einem 4K. Und eine holt er mit einem Ace zum 16. zu 12, um Himmels Willen, war das Sturk gespielt und crazy. Mit mehr als nur verdientem Sieg auf Train. Ich habe sie nicht so stark eingeschätzt. Mit dem ganz kurz dazugekommenen Stand-in mit Thomas. Ich habe wirklich gedacht, dass Crazy hier komplett untergeht. Ganz ehrlich, in Atlanta. Und jetzt spielen sie sich hier als eines von zwei Teams direkt ins Halbfinale. In die Top 4, wiederholen ihr erfolgreiches DreamHack Open. Ja, und